Was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun. Okay, will mal eben los, Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman ein, zieh die Haustür ran, lauf die Straße entlang, bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen bei und bei. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von dem Großangriff und zählige Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen im Erdbogen gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hören auf den Nachrichtensprecher. Lage wird immer dramatisch verschlechtert. Heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze hat zerwischt bei einem Verkehrsunfall. Dann wird keiner mächt die Laune verderben. Das fällt diesen Mist wie ein hier genau vor meinen Augen zu sterben. Absolute Wahnsinnsshow. Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand, der mir sagt, wieso. Das Frühstück und der Abendbrot. Die Fragen waren so gnadenlos. An Tagen wie diesen. Eine Million bedroht vom Hunger tot nach Schätzungen der UNICEF. Wer nicht gerade gesundes Obst erhexen in der Moninex. Sehe ein Kind, in dessen traurigen Augen eine Fliege sitzt. Weiß, dass das nicht grausam ist, doch scheiße, Mann, ich fühle mich. Was denn bloß los mit mir, verdammt, wie ist das möglich? Den habe ich schon zu oft gesehen, sonst sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mehr das mehr erschrecken, wenn irgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken? Dieses dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf, sowas kann uns nicht passieren. Und was wäre, wenn doch um mich zerreißt? Die Fragen, ich kann den Scheiß nicht ertragen. Die haben nichts mehr zu fressen und ich an Steine im absolute Wahnsinnsshow, Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand, der mir sagt, wieso. Das Frühstück und der Abendbrot. Die Fragen waren so gnadenlos. An Tagen wie diesen. Oh, 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 oh. Was hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag passiert auf bestialische Art ein ganz brutaler Anschlag, bei dem 6 Leute starben. Die Verletzten schreien Namen, diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen. Und ich seh's noch genau, das Bild im TV. Ein junger Mann steht dort im Staub, fleht um Kind und Frau. Jetzt frage ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert? Doch bevor es seinen ersten Geburtstag hat, doch das übersteigt meine Vorstellungskraft. Vielleicht waren die Attentäter voller Hass für den Gegner. Vielleicht gab es Liebe für Familien, sie waren sogar selber Väter. Manchmal, wenn ich nachts sehe, passiert mit mir etwas Seltsames. Denn auch wir sind Eltern jetzt, haben ein Kind in diese Welt gesetzt. Und dann kommt es vor, dass ich Angst davor kriege, dass uns etwas geschieht. Dass man den verliert, den man liebt, das ist das wirklich hier. Mitten in der Nacht werde ich wach und bin schweißgebadet. Schleich ans Bett meiner Tochter, hör, wie sie ganz leise atmet. Absolute Wahnsinnsshow, Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand, der mir sagt, wieso. Frühstück und der Abendbrot. Die Fragen waren so gnadenlos. An Tagen wie diesen. Was für eine Wahnsinnsshow. Im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht dabei so schadenfroh. Ich werd die Bilder nicht mehr los.